So, und Österreich ist kein Einzelfall. Weltweit, so wird zumindest geschätzt, sterben Zehntausende Frauen und Mädchen jedes Jahr durch die Hand des Mannes, der sie mal geliebt haben will. Sogenannte Femizide sind ein schwerwiegendes Problem, auch hier bei uns in Deutschland. Jetzt spricht eine Frau bei uns, die zwei Femizidversuche ihres Ex-Partners überlebt hat und nun anderen Frauen Mut machen will, sich aus dieser Gewaltbeziehung zu lösen, bevor es zum Äußersten kommt.